Vielleicht vorher noch einen Gedanken, der zum Nachdenken anregen könnte. Also die Garnisonskirche hat ja etwas mit dem Soldatenkönig zu tun, mit dem Vater des Friedrich des Großen. Und der hat ja nicht zufällig den Beinamen Soldatenkönig, sein Sohn dann später Friedrich der Große. Der Wilhelm hatte die größte Armee Europas, obwohl er nur ein kleines Land, vergleichsweise kleines Land regiert. Und er hat dann während seiner ganzen Regentschaft kaum einen großen Krieg führen müssen. Weil alle sich überlegt haben, den greifen wir nicht an. Und das ist jetzt etwas, was durchaus provozieren muss. Sein Sohn Friedrich II., den wir den Großen nennen, der hat jahrelang, viele Jahre lang Krieg geführt. Und Wilhelm freute sich, als er starb, dass er fast nie Kriege führen musste. Dank seiner Armee, die nicht nur geachtet, sondern auch gefürchtet wurde. Dass das natürlich auch ein unmenschlicher Drill war, sei dahingestellt, darüber rede ich jetzt nicht. Aber nur mal als Gedanke, der befürchte ich hoch aktuell ist. Ich glaube, gestern Abend hat eine Politikerin, aktuell Politikerin, gesagt, es wird höchste Zeit, dass wir unsere Naivität verlieren. Doch ein Satz, der uns umwerfen könnte, wenn man bedenkt, was dahinter steckt. Gut, Eberhard Schlüter, die guten Dinge des Lebens sind alle kostenlos. Die Luft, das Wasser, die Liebe. Wie machen wir das bloß, das Leben für teuer zu halten, wenn die Hauptsachen kostenlos sind? Das kommt von dem frühen Erkalten. Wir genossen nur damals als Kind die Luft nach ihrem Werte und Wasser als Lebensgewinn und Liebe, die Unbegehrte nahmen wir herzleicht hin. Nur selten noch atmen wir richtig und atmen die Zeit mit ein. Wir leben eilig und wichtig und trinken Wasser statt Wein. Und aus der Liebe machen wir eine Pflicht und Last. Und das Leben kommt dem zu teuer, der es zu billig hat.